Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind heute ganz früh los und sind gerade angekommen in Wettstetten und besuchen die Firma NTM, Motorentechnik Meier. Also, liebe Audianer unter uns, heute wird es jede Menge Technik und Content für euch geben. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie lange es schon NTM gibt. Ich würde jetzt mal aus dem Bauch heraus sagen, 30 Jahre. Roland, der das Ganze damals gegründet hat, nimmt sich heute die Zeit für uns. Zeigt uns mal ein bisschen, was hier so geht. Zeigt uns so ein paar alte Projekte vielleicht, ein paar alte Teile. Ich bin gespannt. Audi-mäßig wird das auf jeden Fall richtig gut heute. Ich denke, da kommt jede Menge cooler Content, weil mein Erstkontakt mit MTM war damals die RS4 B5-Zeit. Damals war das so das absolute Maß der Dinge, weil MTM hat damals tatsächlich 600 PS auf den RS4 gemacht. Das war so ungefähr 2008, 2009. Da war 600 PS wirklich einfach Maß der Dinge. Und das Ganze damals noch mit TÜV und mit Garantie. Ich bin gespannt, vielleicht gibt es hier solche Kits noch. War damals wirklich einmal alles. Aber ich würde sagen, erstmal gehen wir rein und gucken mal, was Roland so zu erzählen hat. Ja, servus. Da sind wir. Hallo Roland. Philipp, servus, grüß dich. Reinspaziert. Ja, erstmal vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast hier heute. Ja, freut mich, dass du uns einmal besuchst. Als MTM Urgestein, genau. Uns alles ein bisschen zu zeigen. Ja, super. Das freut mich, dass du mal seid. Ich habe schon etliche Male immer beim Vorbeifliegen auf der Autobahn gesagt, ach, eigentlich hättest du mal anhalten sollen, aber irgendwie immer dran vorbei. Ja, jetzt passt ja. Ich habe schon angefangen gesagt, meine erste Begegnung damals mit MTM war eigentlich, das ist mittlerweile 10, 12 Jahre her, da war gerade heiß im Kommen RS4 B5, dieses 600 PS-Kit, was er mit TÜV damals. Genau, ja. So, das war so, jeder hat immer, weil das war damals so, da gab es so die Zeiten, das war ja von euch, waren das so, ich sag jetzt mal einfach so, die professionellsten Kits. Also das war einfach so das Beste und Teuerste, ja, was man so kaufen konnte. Danke, ja. So, und alle anderen war ja damals alles so, das waren ja alles, das war ja Neuland und alle anderen haben halt probiert, da erstmal so hinzukommen. So, natürlich gab es dann auch relativ schnell welche, die 700, 800 PS hatten, aber euch war es halt immer so 600 PS mit TÜV, mit Garantie und so weiter, ne? Und da weiß ich noch, wie man immer Wochen und Monate spekuliert hat, was da wohl einer verbaut hat. Dann kannte irgendwer jemand, der bei euch Mechaniker ist, der hat dann ein paar Infos, was noch geändert wird und so weiter, ne? Die Zeiten waren das so. Ja, es war eine schöne Zeit. Ja, vielleicht zu MTM. Ich habe ja nach der Schule, nach dem Studium beim Dreser gearbeitet, ein Jahr lang. Und da ist erst einmal die Idee gekommen, dass du eigentlich sowas machen kannst wie der Dreser, so eine Art Tuning, weißt du? Ja, und dann war ich 4 Jahre bei Audi, Motorversuch, habe den 1520 V-Turbo damals betreut, Urquattro S2, S4 und war natürlich infiziert von dem Allrad und von Audi und so. Ich habe mich dann nach 4,5 Jahren selbstständig gemacht, habe einen Wiedereinstellungsvertrag bei Audi gehabt, Gott sei Dank. Und ja, wir haben dann angefangen mit dem S2, mit dem 1500, dann ist der RS2 gekommen und dann haben die Audi-Leute zu mir gesagt, ja, was machst denn du jetzt, weil wir machen jetzt einen RS2 mit 315 PS und die meisten 15, die wir damals umgebaut haben, waren wirklich die RS2. Mhm. Also wenn man das hochrechnet dort von der Produktionszahl, dann haben wir so jeden 10. RS2 da umgebaut und das ist natürlich sensationell gewesen. Damals mit Rallye, also beim Sportquattro-Grümmer, an der Sauger haben wir gegossen, Ladeluftkühler, ja, da bist du auf 430, 440 PS gekommen. Wobei wir es damals ja nicht messen können haben, weil wir keinen Prüfstand gehabt haben. Und ja, war eine super schöne Zeit. Und dann sind halt die anderen auch gekommen, die RS4 und so. Das war dann ungefähr Anfang der 90er, Mitte der 90er? Das war jetzt Anfang der 90er, 90er, ja, genau. Und angefangen mit MTM hast du aber wann? Ja, jetzt ziemlich eigentlich vor 33 Jahren. Das war so fließend. Ich habe damals, wo ich bei Audi war, nebenbei schon Steuergeräte gemacht, ein bisschen Schmidt Motorsport und so. Offiziell habe ich das machen dürfen. Und also eigentlich kannst du sagen, und MTM seit 33 Jahren. Was soll ich wissen? Ja, ich bin leider schon älter. Lange Zeit auf jeden Fall. Okay, aber damals fing das also an mit so richtig klassischem Hardcore-Hardware-Tuning noch. Krümmer, Turbolader, Ansaugbrücke, volles Programm. Turbolader. Ja gut, die Basis für jedes Tuning, das weißt du selber, ist natürlich die Anpassung der Motorelektronik. Mittlerweile mit Getriebe, weil früher hat es ja Automatik bei den RS-Modellen. Da haben wir einen Handschalter gehabt, das war natürlich dankbar. Und ja, da haben wir angefangen. Wir haben dann einen Krümmer gegossen selber, wir haben einen Sauger gegossen für die RS2. Ja. Ladeluftkühler natürlich, wird jetzt überall nachgebaut oder von vielen. Ja. Ja, und dann ist der RS4 gekommen, V6P Turbo. Dann haben wir auch wieder Krümmer gemacht und einfach so die 600, 610 PS gemacht. Und unser Ziel war immer, dass wir so ein seriöses Straßentuning war. Sicher kannst du jetzt einmal 800 PS machen. Wir haben auch schon 1000 PS gemacht für ein V10, RS6 für Finnland, für, das ist dann den Eis-Weltrekord gefahren, also mit 4 und so.
Aber normalerweise haben wir uns auf die Straße beschränkt. Mhm. Das heißt, was von allen Autos, welches war dein beliebtestes? Wo hängt das Herz am meisten dran? Eigentlich der Sport Quattro. Also schon der 15er damals, ne? so wie es ursprünglich mal losging. Ja. Und jetzt muss man auch dazu sagen, das ist ja auch heute machen ja viele Tuner als Tuning ein bisschen Software, ein bisschen Downpipes, vielleicht nochmal Luftfilter. Aber damals war das ja wirklich mit Krümmergießen und so weiter, war ja schon ein bisschen mehr dahinter. Ne? Damals hast du richtig Mechanik machen müssen. Ja, der 20V oder 15 Krümmer, wenn wir schon bei dem sind, der war ja damals relativ beengt durch die Einbausituation. Der RS2-Krümmer war dann besser, deutlich besser, aber du hast ja nichts durchgebracht so richtig. Ja. Und mit dem S1-Krümmer, den hat es ja damals schon gegeben, also im Sportquattro oder in der Rallye-Variante, also das Inconel oder dann gegossen. Und da bist du natürlich richtig gut gewesen. Ja. Ja. Da ist auch der Benzinverbrauch dann um 3 Liter runtergegangen oder 4, muss man echt sagen. Ah, krass. Habt ihr davon noch so ein paar Teile da? Können wir uns das so ein bisschen angucken? Gibt's da noch Zeugs von? Oh, das weiß ich nicht. Das müsst ihr zusammen so. Mal gucken. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal gucken, was uns hier so erwartet. Ja, genau. Ja, vielleicht noch ganz kurz. Wir haben ja in einer Hinterhofwerkstatt angefangen, weil wenn du kein Geld hast, dann kannst du natürlich nicht groß umeinander spielen. Und haben dann die Kunden auch durch den ersten Rallye-Racing-Bericht eigentlich mit dem S4. Das Auto haben wir sogar da. Sind wir dann halt national und international bekannt geworden und haben dann, sind gezwungen gewesen, dass wir was bauen. Mhm. Und so ist es entstanden dann praktisch. Aber seitdem dann schon immer hier? Seitdem sind wir immer da. Vorher waren wir in der Stadt ein bisschen, in so einer Hinterhofwerkstatt. Also es war brutal. Aber wobei da Kunden gekommen sind, die haben das dann gesehen, sagen, Österreicher zum Beispiel sagt, Herr Meier, mich stört das nicht, wie die Werkstatt ausschaut. Eine Firma muss in sich wachsen. Das bringt nichts, wenn du von außen auf dem Geld investierst. Ja, klar. Und so haben wir das auch gemacht. Ja. Kennen wir jeder, der sich. Nee, ist ja auch das gesunde Wachstum dann in dem Moment. Ja, genau. Jetzt siehst du mal unsere Werkstatt ein bisschen. Ich bin auf jeden Fall verwundert. Lamborghini, Mercedes, VW, Audi. Also doch nicht nur Audis hier, sondern gibt es tatsächlich ein bisschen mehr zu gucken. Ne? Ja gut, Lamborghini ist natürlich ein Konzernfahrzeug, hat den Vorteil, der hat einen relativ gleichen Motor wie der Audi, der V8 Biturbo, der neue. Und insofern haben wir uns ein bisschen leicht, weil wir heute halt auch einen Lamborghini mitmachen können. Ich bin selber Lamborghini-Fan, bin im Classic Club, war selber ein Countach und so schon seit 30 Jahren. Also da hast du natürlich schon ein bisschen ein Faible für die Autos auch. Gut, wenn man den Uro sieht, der hat wie gesagt den V8 Biturbo Motor. Der unterscheidet sich im Wesentlichen von Audi, dass er praktisch 4 Cuts hat und ohne OPF fährt, weil er über Amerika die Zulassung gehabt hat. Mhm. Also das heißt, wir machen da 960 PS sowas, wir bauen andere Downpipes, also mit 300 Zeller Cuts, eine größere Auspuffanlage, Turbolader, Luftansaugung natürlich und auch die Eintritte zum Turbolader. Das ist das Wesentliche. So. Und dann aber mit TÜV komplett, 960. Ja, ja, wir haben alles mit TÜV. Also unsere Kunden erwarten nicht, dass wir einen TÜV haben. Jetzt muss ich einmal noch mal kurz zwischengreifen. Countach, habe ich da gehört? Ja, genau. Das heißt noch so ein richtig altes Ding. Ja, ich zeig dann nachher. Der steht in der Garage. Er steht sogar hier? Ja, ah, ja. Geil. Countach. Hat es da ein bisschen gekribbelt, ranzukommen an den neuen Countach? Oder war so gar nicht deins? Den Sie jetzt gerade vorgestellt haben und so weiter. Ich bin mehr Klassik. Mehr Klassik. Fan, ja. Aber ein Freund von mir aus der Schweiz hat sich jetzt diesen ersten Countach neu aufbauen lassen bei Lamborghini. Der wurde ja damals gecrasht. Und das ist ein ganz lieber Freund der Schweiz, hat eine Riesensammlung, also ganz eine riesige. Und da steht halt drin 25.000 Arbeitsstunden mit Lamborghini zusammen, schreckt mich aber nicht. Und die Basis war damals, glaube ich, also nicht der Miura, sondern das war damals der Despada. Also auf Basis. Die haben das wirklich originalgetreu mit den alten Leuten wieder aufgebaut. Und jetzt ist natürlich ein stolzer Besitzer. Im März kriegt das Auto in die Schweiz und dann habe ich gesagt, besuche ich ihn mal. Und dann hat er theoretisch den allerersten Countach vom Bank gelaufen. Ja, den allerersten. Mit Originalplänen, mit Original, also wirklich alles original nachgebaut. Also natürlich sensationell, das gefällt mir schon. Wahnsinn. Aber damals hat er, wo ich meinen Countach gekauft habe, die haben mir kein Geld gekostet. Ja. Also da war damals ein 190er SL Mercedes. War eigentlich genauso teuer wie ein Countach. Das ist unvorstellbar, weißt du. Naja. Wie lange hast du denn schon? Oh. Ja, 33 Jahre. Also wo ich damals angefangen habe. Von Anfang an, ne? So, okay, und was macht dann jetzt hier so ein alter Mercedes bei euch in der Werkstatt? Ja gut, wir haben einige Kunden, die sehr
die uns halt auch einen Oldtimer zum Restaurieren geben. Oder auch den VW-Bus, den wir nachher kurz ansprechen, der wird nicht restauriert. Und ja, machen wir da komplett Restauration. Ich habe teilweise auch die kleine Werkstatt in der Chihai, wo wir dann restaurieren, Schweißarbeiten machen lassen, weil es bei uns eigentlich keiner kann oder nicht, wir sind nicht eingerichtet drauf. Ja, und wie gesagt, das sind spezielle Kunden, die erwarten das von uns, dass wir einen Hüt machen. Und das ist also ein Projekt. Das heißt nicht nur Tuning hier, sondern tatsächlich auch klassisch noch richtig Restauration. Ja, genau. Also auch RS2, 15er Überholung oder RS2 machen wir gerade eine Restaurierung. Ich meine, die Autos sind ja mittlerweile sehr gefragt. RS2 eigentlich, hauptsächlich Urquattro sowieso, höchst 20V unter 100.000, nichts mehr. Ja, ich finde diesen nach wie vor, immer wenn es um Thema 5-Zylinder geht, ist dieser Hype und diese Faszination einfach bis heute noch da. Ja, da ist Audi groß geworden. Ja. Durch die Rallye-Einsätze, weißt du, S1 und Walter Röhrl und Michel Motor, halt mit dem 5-Zylinder. Ja. Wir haben ja im Keller gerade einen Zweiventilmotor für ein Rallye-Auto, Original-Rallye-Auto, das machen wir, bauen wir neu auf, den Motor. Für einen Freund oder Kunden, das schauen wir uns nachher an. Keller heißt hier runter. Ja, genau. Auch nicht schlecht. Okay, ja dann. Gut, also wie gesagt, der ist lackiert worden, nach Kundenwunsch. Mhm. Das Leder ist gemacht worden. Ich wollte gerade sagen, von innen sieht er auf jeden Fall aus wie neu. Ja, ja, das ist krass. Alles neu da drin. Alles frisch. Aber das hätte ich zum Beispiel jetzt gar nicht gedacht, dass er tatsächlich auch so Restaurationssachen macht. Ja, man weiß ja nicht, was die Zukunft bringt. wo du gerade Zukunft sagst, wie stehst du so zum Thema Elektrotechnik? Ja, da schließe ich mich dem Herrn Pira an, der hat gesagt, gestern im Interview oder vorgestern, der Chef von KTM und was weiß ich, der Holding-Chef, der hat gesagt, er hält nichts von der Elektrifizierung, weil in 5 Jahren wird das alles zusammenfallen, das Kartenhaus. Mhm. Und wenn man sich ein bisschen logisch das überlegt, dann funktioniert das nicht. Ja. Also, weil wir haben jetzt schon mehrere Betriebe mal so gesehen, die dann auch anfangen, in die Oldtimer Elektrotechnik einzubauen. So nach dem Motto, dass der Oldtimer dann auch normal bewegt werden kann. Ich persönlich, meins ist es auch nicht, weil ich finde gerade cool an so einem Oldtimer, der muss halt ein bisschen stinken, ein bisschen unrund laufen. Das muss halt so, wie er halt damals war. Es gibt natürlich auch verschiedene Städte, die lassen die mit der Oldtimer auch nicht mehr reinfahren. Da ist es vielleicht sinnvoll, dass man so einen Elektromotor einbaut. Aber ich bin kein Fan davon. Also muss ich ganz ehrlich sagen. So, ich finde es sympathisch. Die Einstellung. Auf jeden Fall. Nee, weil Oldtimer soll einfach Oldtimer bleiben. Das wäre ja so ungefähr. Stellt euch mal vor, man würde einen RS2 nehmen mit dem 15er und dann einen Elektromotor einbauen. So, das wäre ja so eigentlich was schlimmer kann man da eigentlich gar nicht machen. So, ne? Nein, das kannst du nicht bringen. Deswegen. Das kannst du nicht bringen. Es gehen schon viele Firmen her oder mehrere Firmen. Die sagen, wir entwickeln den Benzinmotor weiter, weil wenn man sich die Energiebilanz, wie es die Chinesen machen, vom Gesamtfahrzeug anschaut, weißt, also nicht bloß, was jetzt hinten rauskommt auf der Straße, sondern auch die Produktion, von der Herstellung, von der Recycling oder so, dann bist du mit einem Benzin- oder mit einem Dieselmotor, sage ich mal, fast besser dran. Ja. Also da bist du wirklich super dran. Und wenn du weißt, oder teilweise siehst, wie die Rohstoffe gewonnen werden für die Elektrofahrzeuge, das ist ja idiotisch. Ja. Also da Kinderarbeit und aber... Und dann kommt ja auch noch Thema Recycling danach irgendwann genau dazu. Genau, die ganzen Batterien. Nach 6-7 Jahren lassen die Batterien komplett nach. Batteriepack beim Audi e-tron kostet 30.000 Euro. Wer kauft so ein Auto? Und dann, was ich dann auch immer noch habe, ist, vor ein paar Jahren noch hat man sich ja darüber beschwert, dass es Stellen in Deutschland gibt, wo selbst das Tankstellennetz noch nicht gut genug ist. So, und jetzt stellt man sich mal vor, das will man alles mit Elektroautos laden. Ne? Das kann nicht funktionieren. Und dann gibt es ja mittlerweile ja Kommunen, die lassen im Elektroauto in den Tiefgaragen einfahren, weil jetzt ist gerade wieder ein Fall gewesen in unserer Nähe, da brennt das Auto, du kannst es nicht löschen, steht in einer Garage am Haus dort und das ganze Haus brennt ab. Und wenn es in der Tiefgarage passiert, also das ist, glaube ich, sind so viele ungelöste Sachen, ich weiß nicht. Aber das Elektroauto für mich macht Sinn, als Kleinwagen, wo ich vielleicht 100 Kilometer Reichweite habe, wo ich den Start fahre, durch die Innenstadt, da ist das mit Sicherheit sinnvoll, aber nicht in einem SUV. Weißt. Ja, okay, also wieder zurück zu unseren geliebten Benzinfahrzeugen hier. T2? Ja, der T2, das ist auch ein spezielles Projekt, das ist der gleiche Besitzer wie von Mercedes. Was soll man dazu sagen? Das ist ein T2, also der Brasilienbus. Es ist praktisch ein neues Fahrzeug. Da sind ja damals ein paar Fahrzeuge nach Deutschland gekommen. Und es ist so eine T2-Mischung, also nicht ganz T2. Mhm. Der Kunde möchte 400 PS, wollte ursprünglich Automatikgetriebe. Jetzt haben wir aber gesagt, wir bauen lieber Handschaltgetriebe rein, weil es vom Charakter her besser ist.
Das heißt, Basismotorisierung ist der 14er Turbomotor von Audi. Der steht da hinten. Getriebe brauchst du ein Porsche-Getriebe, weil es ja andersrum dreht. Mhm. Und Achsen, Bremsen musst du natürlich dementsprechend machen, weil du kannst jetzt nicht mit dem alten, mit den Trommelbremsen fahren. Ja, ja. Also wir haben jetzt da, du siehst da die Achse vorne ja wunderschön. Sind teilweise Zugkaufteile, aber abgeändert dafür, dass da nicht passen. Und mit Scheibenbremsen, mit anderer Lenkung, also so, dass du halt wirklich halt schnell fahren kannst mit so einem Auto. Ja, ja. Und der TÜV schreibt da in Deutschland vor, du musst 2000 Kilometer auf der Rennstrecke fahren, wenn du so eine Abnahme machst. Und da werden wir mit Sicherheit ein paar hundert Kilometer fahren müssen. Also das Auto geht jetzt nach Afrika, da brauchen wir jetzt keinen TÜV, keinen Deutschen. Ja, ja. Aber als Absicherung für dich selber werden wir mit Sicherheit das Auto auf der Rennstrecke bewegen. So 500 bis 1000 Kilometer. Ich bin auf jeden Fall begeistert, A, dass es überhaupt noch Leute gibt, die so ein Projekt überhaupt erstmal anstoßen. Und dann, dass ihr das hier bei euch intern so umgesetzt bekommen, weil das sind dann ja wirklich alle Baustellen auf einmal zusammen. Das ist ja sowohl Karosseriebau als auch Motor, ja, als auch Elektrik. Das, ja, ist ja wirklich das ganze Paket. Du brauchst alles, ja. Und elektrische Handbremse? Ja. Ja gut, der hat eine normale Trommelbremse. Mhm. Und elektrische Handbremse tust du halt viel leichter, weil du schließt und dann, ja, dann machst du es zu. Das heißt, die wird auch am Ende angeschlossen. Das, ja, heißt, ja, Innenraum nur ein Knopf und Handbremse, ja, ist aktiv. Genau. Ja, ja, klar. Mhm. Wusste ich ehrlich gesagt noch nicht mal, dass es sowas im Zubehör gibt. Sättel mit elektrischer Handbremse. Ja gut, die haben schon, der Lamborghini hat und so, Audi, aber ich weiß nicht, ob die integriert sind, das weiß ich nicht genau, es gibt schon. Ja, die Originalsättel, aber ich meinte jetzt so im Zubehör, so Sättel in der Größe, ja, sehe ich auch das erste Mal. Ja, ja. Okay, das heißt, hier kommt ein Vierzylinder, 2.0 TFSI, längs eingebaut rein. Mhm. Das passt auch nach Höhe, zum Innenraum? Von der Höhe passt er gerade näher, wir haben das schon recherchiert. Das Ganze läuft auch mit der FH Ingolstadt, mit der Fachhochschule zusammen. Da gibt es einen Studenten, der macht seine Arbeit, Bachelor oder Master, ich glaube Bachelor ist das. Und der hat da die ganzen, also wir haben das eingescannt, den ganzen Unterboden, wir haben Motorgetriebe eingescannt, wir haben die Flange-Seite eingescannt, dass wir die Adaption machen, Motorgetriebe. Und das läuft eigentlich recht gut. Ja, der Motor passt gerade neu von der Höhe her. Nach vorne müssen wir die Achse ein bisschen ändern, wir haben das versteift, dass das funktioniert. Mhm. Aber es schaut ganz gut aus. Das ist auch eine komplett andere Achse als Original, oder? Das ist komplett. Man sieht ja schon so massiv, wie hier auch an der Karosse geschweißt, ja, ja, wurde. Ja, ja. Der hat ja da ein dickes Trägerrohr durch. Das fällt natürlich bei uns weg, weil das Getriebe länger ist, stärker ist. Und dann haben wir halt das ja richtig versteift über die Achse. Mhm. Krass. Ah, bin ich gespannt, wenn es fertig wird. Ich freue mich schon drauf. So, und vorne geht das dann genauso weiter? Vorne haben wir, die Achse hat ziemlich gepasst vom T2. Also der Vorderbau ist gleich. Du siehst also, wir haben eine Doppel-Querlenker-Achse. Okay, da ist ja wirklich gar nichts mehr original. Gute Bremsscheiben. Ja. Bremsen werden wir überprüfen, ob es zu klein sind. Machen wir MTM-Bremse rein, aber jetzt machen wir mal den Aufbau so. Doch nochmal die 380er 8-Kolben. Ja, dann haben wir eine andere Lenkung drin, mit einem anderen Lenkgestänge, das verlängert und so. Also das ist schon richtig viel Arbeit. Also ich schätze, dass der Umbau so bei 100.000 Euro liegen wird. Mhm. Wobei vielleicht so 60.000 so die Hälfte für Entwicklung wegfällt und die Hälfte ist dann praktisch, wenn wir wieder Fahrzeuge aufbauen würden. Das heißt, ihr wollt das wirklich am Ende auch anbieten, theoretisch, dass das Kunde T2 bringt? Der Kunde hat noch drei Autos und wenn das gut funktioniert, hat er gesagt, dann können wir die anderen auch umbauen. Aber ich merke dann natürlich schon, wenn das Auto sehr super funktioniert, so wie man das erwartet, dann werden wir das auch mit deutschen TÜV machen. Krass. Das heißt, das ist er. Das ist praktisch der Motor, ja. Weil optisch sieht es erstmal so aus, als wenn er so hoch wäre, ist ja da unmöglich. Das haben wir schon drin gehabt, gibt es auch Fotos, das passt gerade rein. Und das Getriebe, das ist ein Automatikgetriebe, wie gesagt, da warten wir jetzt auf Handschaltgetriebe. Mhm. Brauchst halt das von Porsche Turbo, ist sehr teuer, aber es gibt da wenig, aber das hilft ja nichts. Mhm. Weil wenn du jetzt ein einfaches Getriebe von einem Sauger rein baust, dann, wenn der in Afrika steht mit dem kaputten Getriebe, dann hast du einiges gewonnen. Ah, muss echt 97 Turbo-Getriebe hinter? Da ist ja 996, glaube ich, Spätel 996 Turbogetriebe ist drin. Ja, ja, die sind mittlerweile rar geworden. Genau, rar und teuer. Aber es hilft ja nichts. Ja. Mhm. Ah, okay. Und dadurch, dass das Getriebe bei dem Porsche auch vor der Hinterachse sitzt, passt das dann wieder mit dem Motor? Vom Konzept her passt das nicht, wie der drin war, genau. Aber du musst ja jetzt die Adaption machen, Motorgetriebe. Mit der Kupplung dazu. War aber auf jeden Fall von vornherein so, dass der Motor hinter der Achse sitzen sollte und über den Mittelmotor gar nicht drüber nachgedacht. Sollte auf jeden Fall. Es gibt Firmen, die bauen einen V8 mit Getriebe, aber
wir haben uns entschieden, dass wir ein bisschen bei der Historie bleiben von dem Auto und das so lassen, wie es war. Mhm. Und das Ganze am Ende echt mit TÜV? Gut, logisch. Ja, ich merke, die TÜV-Thematik ist bei euch auf jeden Fall noch eine Riesensache. Ja gut, du musst halt einen Abgastest fahren mit dem Fahrzeug, das ist klar. Aber mittlerweile, seit die Motoren die WLTP, das Euro 6 WLTP erfüllen, sage ich mal, hast du kein Problem im Abgas mehr. Wenn ich jetzt aber dieses Auto mit diesem Motor nehme, ist dafür entscheidend dann die Abgasnorm von dem Motor, den ich einbaue, oder die Abgasnorm, die das Auto mal hatte? Vom Fahrzeug. Ach so. Ja gut, nein, die Abgasnorm ist vom Fahrzeug entscheidend, vom Baujahr. Aber das sind relativ neue Autos. Also deswegen muss der auch wieder die neue... Der braucht jetzt nicht WLTP, aber wir fahren nicht das Ganze mehr nach dem WLTP Euro 6, weil dann sind wir auf der sicheren Seite. Okay. Aber du musst praktisch die Abgasnorm vom Baujahr erfüllen. Cool. Ja krass, hätte ich nicht gedacht, dass ihr solche Sachen auch durchzieht. Ja, das ist ein bisschen was anderes. So, hier sehen wir einen Fünfzylinder. Ja, genau. Ja, der 15er kriegt Leistungssteigerung. Da haben wir auch anders sauberer gegossen, weil das serienmäßig, also der kriegt auch die 610, 612 PS. Wir bauen auch andere Kolben rein, andere Bläuel. Das ist ein bisschen kritisch bei dem Motor. Und vom Saugrohr haben wir praktisch einen neuen Guss, wo der Spalt innen, also sogenannte Spaltsaugrohr, wegen der Gemischverteilung, wegen der optimalen. Und dann ist der Spalt ein bisschen größer. Okay, das heißt, mehr dadurch. 5 Zylinder habt ihr auch 612 PS? 612 PS machen wir da, ja. Auch wieder mit TÜV? Ja, ja, klar. Und dann mit geänderten Kolbenpleuel auch drin? Da sind Kolbenpleuel drin, ja, sind verstärkt. Und Spaltsaugrohr, Downpipe, anderer Cut, also 300 Zeller brauchst du, Abgasanlage dazu und Ladeluftkühler vorne. Das ist so im Wesentlichen der Umbau. Turbolader auch ein anderer? Ja, ja, klar. Auf jeden Fall. Turbolader brauchst du einen anderen. Aber in dem Fall noch basierend auf dem Original-Abgaskrümmer? Das bleibt alles? Das bleibt gleich, ja. Der wird bloß, na gut, der Abgaskrümmer, Randy, hat der... Nein, das ist auf dem Original basierend. Hast du zufällig einen alten da oder so? Nicht? Nein, der Krümmer bleibt gleich. Und, aber da ist doch der Krümmer im Kopf drin, oder? Nee, bei dem nicht. Ah, okay, dann bin ich nicht mehr so up to date. Das sind die Vierzylinder, also das. Ja, genau. Ja, sicher, genau. Nein, Krümmer ist serienmäßig, das ist aber nicht schlecht mittlerweile. Da haben wir auch keinen gegossen, musst du die Messungen machen. Weißt du, Druckverlust im Saugrohr, Krümmer, Abgasgegendruckverlader, Abgasanlage, da machst du ein Messprogramm durch auf dem Prüfstand. Und dann kannst du eigentlich sagen, da und da können wir ändern. Aber Saugrohr war notwendig, ein neues reinzumachen? Ja. Hast du das da? Das kann ich dir schnell zeigen. Klingt auf jeden Fall aufwendig. Weil so diese Gussteile, die baut man ja auch nicht mal eben, eben so immer, ne? Ist aber gut, weil das Oberteil ist getrennt. Und wenn du da innen reinschaust, da ist normalerweise so eine Kante drin, so ein Spalt, dann sieht es jetzt nicht. Ah, und das ist eigentlich mehr oder weniger fast ohne Spalt, ne? Das ist ziemlich ohne Spalt, ja. Das heißt, bei dem Original-Saugrohr ist hier drin langlaufend so ein kleiner Spalt? Da ist ein Spalt durch, der ist dann ungefähr so mit 6 mm Spalthöhe. Und das Ganze macht man für die gleichmäßige Mischverteilung, teilweise im Abgas. Ich habe sowas bei Audi mal gefahren am Prüfstand, so ein Spaltsaugrohr. Da haben wir so einen Schieber gemacht, wo wir den Spalt verstehen haben können. Aber meine Vorgesetzten haben es mir das nicht genehmigt. Aber wenn du das Saugrohr anschaust, normalerweise ist der Spalt wirklich dafür da, dass die Luft einfach gleichmäßig in die 5 Zylinder gelangt, dadurch, dass halt die Brücke eigentlich nicht optimal ist von der Verteilung her, dann erzeugt man das über den Spalt. Genau. So waren ja früher die S1, die Rallye-Autos, die haben ja auch so einen Trichter praktisch gehabt mit einem Spalt für die Gemischverteilung. Das heißt aber, wenn es rein nach Maximalleistung geht, würdest du so ein Saugrohr ohne Spalt bauen? Ja, ja, klar. Ja. Auf jeden Fall. Da pumpt man so viel durch, dass sie das verteilt. Verzeiht diesen Überdruck. Aber ich finde ja immer so, ich mag ja bis heute, ich finde so Gussteile, firmeneigene Gussteile, finde ich, das macht es irgendwie immer gleich hochwertiger. Weil jeder weiß halt, wie aufwendig so Gussformen sind. Es ist aufwendig und dann baut es den gleich jeder noch. Ja. Wenn ich das Auto zu euch einfach nur hinstelle und den mit 612 PS wieder abhole, mit Kolbenpleuel, was kostet sowas preislich bei euch? Das weiß ich nicht. So ungefähr? Ich sage einmal so 20.000, 22.000 Euro. Ist dann aber dazu ja theoretisch auch in Anführungsstrichen schon wieder ein revidierter Motor fast. Weil mit Kolbenpleuel in dem Moment
getauscht. Ist ja schon einiges an dem Motor wieder neu. Jetzt, wenn du jetzt einen älteren Motor hast, dann machst du halt die Lager mit. Ja. Bläuel, Hauptlager, ist ganz klar. Bläuel-Lager kommen sowieso nicht mit den anderen Bläuelen. Aber im Prinzip hast du auch einen frischen Motor. Ne? Ja, genau. Okay. Wenn jetzt der Motor zum Beispiel schlecht ist von der Zylinderaufbuchse, dann machen wir halt größer, machen wir übermaß Kolben, das geht dann auch, weißt du. Und halt rundum sorglos. Also Ladeluftkühler, Ansaugung, Hosenrohr, Turbolader, Downpipe, Ansaugbrücke, Kolben, Pleuel. Muss man auch erstmal alles sonst immer zusammen kaufen. Ja, genau. Motorabstimmung, Getriebeapplikation halt dann dazu, dass gescheit funktioniert. Geht aber sowohl beim DSG als auch beim Schalter. Geht beides. Gibt es denn noch beim Schalter? Die ersten Modelle davon ja. Ja, ja, aber jetzt, glaube ich, haben sie ja bloß immer das DSG-Getriebe. Oder gibt es dieses, gibt's das große Kit von euch nur für die neueren Modelle? Nein, für alle. Ja, ja, klar. Ich meine, das DSG-Getriebe hat den Vorteil, früher, wenn du einen großen Lader verbaut hast, gut, das Fahransprechverhältnis mittlerweile so gut, aber früher beim RS2 zum Beispiel, da hat er die Zeitung mal geschrieben, das ist kein Turboloch, das ist ein Turbokrater. Die haben ein relativ großes Turbinengehäuse verbaut. Mhm. Und mit dem Handschaltgetriebe hast du halt immer das Problem vom Ansprechverhalten gehabt. Beim DSG hast du das nicht, weil du gibst Gas und dann schaltest du runter, zweimal und dann geht er. Geht's los, ja. Also im Prinzip ist das ein bisschen einfach mittlerweile für einen großen Lader. Mhm. Wo wir beim Thema Fünfzylinder sind, die allerersten Projekte, die ihr davon gemacht habt, wie ist das so? Sind das immer noch die gleichen Mitarbeiter von damals, die diese Motoren bauen? Oder gibt man dieses Know-how über Jahre immer wieder weiter an die Mitarbeiter? Ja, weil gut, 30 Jahre ist ja schon... Ja, wir haben einen Mitarbeiter, das war eigentlich der Erste. Der ist aber kamerascheu. Ich glaube nicht, dass er das läuft gleich weg. Der macht so Projekte wie zum Beispiel den VW-Bus. Mhm. Also der kann das halt. Oder der macht jetzt auch den Gruppe 4-Motor drunten. Mhm. Also der hat da schon ein gutes Know-how, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, ich glaube, Gruppe 4, 5-Zylinder, das wird die Leute auf jeden Fall freuen. Schauen wir dann einmal. Okay. Ja, gut, schauen wir weiter. Hallo. Hi. Gut. Der Stefan arbeitet an einem RS4 Cabriolet. Ist der 8-Zylinder sauber. Korrigiere mich, wenn ich was falsch sage. Der Kunde. Es gibt, wenn er sagt schon, es gibt mittlerweile eine Fangemeinde von den 8-Zylinder saugern, die also keinen Turbomotor wollen. Also sind halt richtige Hochdrehzahlfreaks, muss man ganz ehrlich sagen. Und der kriegt jetzt, die Schürze haben wir erneuert, weil die war ein bisschen angefahren. Dann kriegt er eine Carbonbremse, die haben wir, glaube ich, serienmäßig vorne Carbon, hinten Stahl gehabt, die Autos. Ja. Funktioniert recht gut. Dann Downpipe, Abgasanlage, Luftfilter, Luftansaugung und dann machen wir die Ventilreinigung mit dem BD-System ein bisschen. Heißt, bringt es was oder bringt es nicht, kann man schlecht sagen, aber es ist halt einfach, die Kunden wollen es. Also so dann, kleines Wartungs- und Upgrade. Ja, genau. Also es ist komplette Überarbeitung von dem Auto eigentlich. Alles, das Auto wird bei uns durchgecheckt. Fahrwerk und so, was er drin haben möchte. Da ist jetzt gerade eins drin. Normalerweise verbauen wir mit unserem Partner KW das Zeug. Mhm. Das kannst du halt einstellen, dann kannst du jedem Kunden das Recht machen, die Dämpfung. Aber ich glaube, das bleibt da drin, oder? Das bleibt drin. Das ist ein Bildstein, glaube ich. Mhm. Auf jeden Fall RS4 Cabrio. Gab es ja, glaube ich, eh nur 1000 Stück in Summe. Ja, das hat nicht viel gegeben. Und dann auch in der Farbe Grün muss das, glaube ich, eins der einzigen in der Farbe sein, würde ich mal fast sagen. Könnte. Von Salzburg kommen. Ihr hattet doch für den Motor aber auch mal ein Kompressor-Kit, ne? Für den Vorläufer, glaube ich, haben wir ein Kompressor-Kit gehabt, ja. Mhm. Gut, es hat eine Zeit gegeben, muss man ganz ehrlich sagen. Da hat der Audi aus dem 14er Turbo 150 PS gemacht, maximal. Mhm. Und sonst haben sie nichts mehr gemacht. Ja, und dann haben wir gesagt, ja, jetzt wenn wir nicht arbeitslos werden möchten, dann müssen wir dann Kompressor entwickeln. Mhm. Also wir haben da sehr viel Geld investiert, richtig viel Geld. Und dann passt der Kompressormotor beim Riemenmotor zum Beispiel, was beim 18er, beim A8, aber er passt dann nicht beim Kettenmotor. Mhm. Da muss man einen komplett neuen Guss machen. Mhm. Und ja, das war schon richtig intensiv. Aber ich glaube, für das Modell hattet ihr auch mal einen Kompressor-Kit. Das kann sein, ja. Aber ich darf es jetzt auch nicht mehr machen. Ich habe nämlich so einen auch noch als Kombi. Okay. Ja, aber die Autos, die sollen original bleiben. Weißt? Und dann sind die Amerikaner oder die anderen hergekommen mit dem Kompressor, der hat dann die Hälfte gekostet. Da haben wir die Stückzahlen nicht gehabt. Weißt? Und dann sind wir Gott sei Dank sind die Turbos angekommen. Ich dachte, jetzt kriege ich Kompressor, musst unbedingt einbauen. Nee, muss original bleiben. Scheiße. Ja, ich könnte ja wohl. Okay, aber ich fahre tatsächlich auch als Handschalter-Sauger 8-Zylinder bis heute gerne. Mhm. Das ist ein ja rundes super. Konzept. Ja, ist ja super zum Fahren. Ja. Und vor allem kriegst du keine Handschalter mehr, weißt du? Ja. Das ist ja das. Ja. Ja. Selbst das Nachfolgermodell gibt es schon nicht mehr als Handschalter. Ja. Schade. Deswegen. Wobei ich habe jetzt ganz viele tatsächlich neulich gehört, ganz viele machen aktuell ihren Führerschein gar nicht mehr auf dem Schalter.
Die lassen sich wirklich auf ihrem Führerschein eintragen, dass sie nur Automatik fahren dürfen. Das ist schon krass, finde ich. Dann. Oder? Ja. Ja. Weil es ist ja nicht so, dass das Fahren schwieriger geworden ist. So, deswegen ist einfach nur das Interesse gar nicht mehr da. Ja, mit dem Handschalter kannst du nicht andere Autos auch fahren, weißt du? Mit dem Automatikführerschein kannst du den Handschalter nicht fahren. Ja. Ja. Dann musst du dann irgendwann fast VW-Bus oder so. Ja. Und darfst du nicht. Also ja, so einen schönen alten Bulli. Ich verstehe nicht. Schönen alten Bulli, genau. Tja, cool. Okay. Weiter geht's. Hat sogar gleich die richtige Farbe in Schwarz. Wunderschön, gell? Ja. Ich muss bei Countach leider jetzt immer an den Film Wolf of Wall Street denken. Mit dem Weißen, wo der so besoffen in das Ding einsteigt. Okay. Das ist mir auch schon passiert. Nein, ich habe den damals vor 30 Jahren gekauft. Der hat einen Getriebeschaden gehabt. Und dann ja, ist halt einfach so gelaufen. Man darf bei diesen Autos einfach immer nicht vergessen, René, du musst ja mal rumkommen, film mal von hier. Welches Baujahr ist dieses Auto? Das müsste der 480er sein, also ein Zweiventiler. 84. Jetzt stellt euch mal vor, wir sind jetzt gerade in dem Zeitalter, gerade Überschwung Golf 1 zu Golf 2. Und dann baust du so ein Auto mit der Form. So, das, weil so diese Form und so, ich glaube, das kann man sich, wenn man es gar nicht live diese Zeit so erlebt hat, sich so gar nicht vorstellen, weil das muss ja damals wie ein Flugzeug auf der Straße gewesen sein, alleine durch diese flache, spitze, eckige Form, weil das gab es ja so vorher definitiv noch nicht. Nein, das hat es nicht gegeben, aber ich sage, das Auto ist vom Design her zeitlos. Mhm. Die, wenn das jetzt bringen würden, weißt, dann wäre es genau so ein Eyecatcher wie damals. Ja, ja, nee, das definitiv. So auch alleine so einfach so die ganzen Ecken und Kanten, auch so dieser Übergang von Radhaus, so eckig alles und diese Lufteinlässe. Ja, es ist schon sensationell. Wie oft fährst du dir noch so? Ja, ich fahre schon 3-4 Mal im Jahr. Geil. Ab und zu auf ein Treffen. Macht auch noch richtig Spaß, den zu fahren? Der macht schon Spaß, ja. Schon Spaß. Ja. Also ist nicht so, dass es richtig, richtig schwierig ist, den zu fahren? Und der ist ganz easy zum Fahren. Ist ganz einfach zu fahren? Ja, ich bin auch schon Slalomkurs gefahren, da auf dem Flughafen mal. Bei so einer Wertungsprüfung, der ist total neutral zum Fahren. Das ist eigentlich sensationell für damals. Weißt, der rutscht jetzt nicht weg, unkontrolliert oder so. Und hat auch richtig Grip. Habe jetzt auch neue Reifen drauf gemacht, weil die alte gibt es jetzt dann nicht mehr, wenn ich nochmal 4 gekauft. Ja, ja. Aber es ist schon, macht geil. Schon Spaß. Feier ich. Okay. Mega. Ja, ist halt ganz anderes Zeitalter. So. Das, wenn man sich heute in so ein, in den Urus vorne reinsetzt, da ist es halt wirklich nur noch D reinmachen und los. Und hier ist das halt schon noch richtig. Das war noch richtig puristisch. Weiß. Alleine sowas. pass auf, das ist so. Das Auto ist eine italienische Auslieferung und ist nach Amerika gegangen. Das heißt, er wurde dann amerikanisiert oder was weiß ich. Und die haben dann hinten den Bügel verlangt, die Amerikaner. Mhm. Und ich habe den nicht weggebaut, weil ich lasse halt das Original, wie es damals ausgeliefert worden ist, weißt. Das heißt, den hatten nur die amerikanischen? Das war so ein Twitter-Ding, weil normalerweise haben die Amerikaner so eine blöde Stoßstange dann dort, so eine dicke vorne auch. Und das war irgendwie so abgenommen in Amerika und so haben wir das erlassen. Ich habe leider nicht aufgeräumt in der Werkstatt. Ach, alles gut. Und ein paar Mofeten hast du auch noch. Ja, genau, ein paar Rennmotorräder. Ja, mega. Okay. Die NVs. Die werden auch noch gefahren? Ja, die habe ich erst gekriegt. Ah, noch frisch. Ja, die sind aber bloß 350er. Mhm. Wenn du das 750er kaufen würdest, dann bist du bei 80.000, 90.000 Euro. Echt? Ja, ja. Das kannst du dir nicht vorstellen. Boah. Und die Ducati ist halt super. Die ist ein 900er Kubik. Mhm. Die ist wunderschön aufgebaut. Ja. Und ich habe früher viele Motorräder selber rumgebaut. Weißt, ich weiß, was da Arbeit drin steckt, bis du dann so ein Ding zusammenbringst. Das ist unvorstellbar. Die fährst du aber auch noch, oder? Ich probiere es jetzt einmal heuer im Frühjahr, dass ich mal ein bisschen fahren darf. Ein bisschen fahren, ne? Mal ein bisschen, solange es noch geht, noch mal genießen. Ja, genau. Aber ich finde die Farbkombination cool für eine Ducati. Nein, die ist schön. Silber, also. Silber mit dem roten Rahmen? Ja, die ist super schön. Und was ist das dann ungefähr für ein Bau? Müsste zu 80er sein. Muss auch 80er, ne? Also es ist nicht DSS, das ist ein Desmo als Basis. Ja, ja. DSS war ja der Supersport. Aber für den Zweck nimmt man halt kein SS, weil die sind für 30.000, 40.000 werden gehandelt. Dann nimmst du halt eine ST. Die kosten dann vielleicht 10, 12 als Basis. Weißt. Aber Viertakter und die beiden sind sogar noch Zweitakter? Nein, das sind Viertakter, 350er. Die sind auch Viertakter? Ja. So. Das sind 350er MVs Viertakter. Krass. Weil der Kopf sieht so flach aus.
Nein, nein. Ich gerade dachte, das wäre ein normaler Zweitakter. Nein, nein, nein. Das heißt 350 BE heißt die, Elektronika. Und da hat, glaube ich, damals das Design hat, glaube ich, der Giugiaro gemacht für MV. Aber wie gesagt, die sind auf Rennen umgebaut. Doppel-Duplex-Bremse, weißt du. Das gefällt mir natürlich schon. Und das ist ein Zweitakter MV. Doppel-Duplex, einmal kurz zum Zeigen, heißt, dass man in einer Trommel zwei Anlenkpunkte hat oder generell, dass man zwei Trommeln hat? Nein, Duplex-Bremse ist praktisch, dass du die Bremsbacken beide gleichläufig hast. Weil normalerweise hast du die Bremsbacken und dann hast du so einen Keil und der geht auseinander. Und dann ist das natürlich immer ungleichmäßig. Und da, also Duplex... Genau, geht man einmal und zweimal die Anlenkung. Genau, du hast dass sie dann so auseinander gehen und nicht so aufklappen. Ja, zwei Hebelarme, die gingen praktisch dann, ja, wie soll ich das sagen, immer in Drehrichtung praktisch, werden die auseinanderdruckt, weißt du? Und so spreizt sie immer ein Belag. Nein, und doppelt so heißt das, dass rechts und links die Bremse ist. Merkt man einen Unterschied beim Fahren? Wahrscheinlich, ne? Sonst hätten sie es nicht so gebaut. Nein, nein, für die Rennmotorräder, das ist ja kurz vor der Scheibenbremse gewesen, die kann es natürlich besser dosieren. Und da hat man diese Doppelduplex, das sind ja Kunstwerke. Aber hier haben wir wenigstens noch einen Zweitakter. Du, das ist, ja, das ist eine MV Agusta Pullman, kennt fast keiner, ein 125er Zweitakter. Und das war die Antwort damals von MV Agusta auf die Vespa-Roller. Deswegen hat man so kleine Radl hingebaut, weißt Und das, das ist eine von den ersten, die hat noch eine Handschaltung, also du siehst das praktisch da. So wie mein Mokik damals, drei Gang Handschaltung. Und ich glaube 6 PS. Und die haben damals so viel Stück gebaut, ich glaube über 220 oder 230.000 Stück und haben dadurch den Grand Prix Sport mit den MVs finanziert. 500er, 57er, Giacomo Agostini, ich weiß, dann haben sie halt den Namen reingefahren mit dem Geld von dem, was da verkauft haben. Krass. Naja. Alte Zeiten. Genau. Das heißt, ihr baut für solche Fahrzeuge bis heute Grills und Schürzen? Ja, das ist jetzt für einen normalen Aussatz. Und die müssen einen richtigen Crashtest machen? So viel war auch was ganz Seltenes. Ja, das ist ein Einzelstück für einen Hamburger Kunden von damals.